Ist hier noch ein Bunker drunter, Leute? Die ganzen Lost Place Videos aus Tschernobyl. Da liegt hier einer drin, ey. Die Amis haben das genauso gebaut wie die Deutschen? Das ist hier ein MG-Halter? Moment, ich muss gleich mal noch hier hochgucken. Hey Leute, ich bin's Fritz und guten Morgen aus meiner G-Klasse. Wir haben es gerade 5.34 Uhr. Ich befinde mich auf über 2000 Metern in einer wunderschönen Berglandschaft. Warum ich so früh wach bin und was hier eigentlich los ist und was euch erwartet und was mich gleich erwarten wird, das seht ihr jetzt. Also viel Spaß mit diesem Abenteuer. Sind wir an einer verlassenen Satellitenradarstation aus dem Kalten Krieg. Im Hintergrund wird gleich die Sonne aufgehen. Wir sind auf wie viel Meter, Bummel? Was sagt die Uhr? 2186 Meter. Im Hintergrund seht ihr schon die ersten Überreste. Boah, ich muss erst mal wach werden, ey. Meine Fresse. Guckt euch das an. Und das Krasse an der Location ist, ein 360-Grad-Panoramablick. So, jetzt müssen wir erstmal aufs Gelände uns ein bisschen umgucken, was es hier so Schönes gibt. Puh. Ja, hier der Eingangsbereich. Klassischem Tor, aber jetzt nicht wirklich hochmilitärisch gesichert, würde ich sagen. Sieht aus wie ein kleines Pförtnerhaus im ersten Moment, aber ich vermute fast, dass es eher in Richtung Strom geht. Weil da oben nämlich schon so komische Leitungen rauskommen. Ja, alte Paletten, aber wenn man sich das hier genauer anguckt, sieht es gar nicht so alt aus. Strom ist auf jeden Fall aus, aber es sieht ziemlich neumodern aus hier. Hier hängen auf jeden Fall erstmal Wanderschuhe, auch nicht schlecht. Krass, auch das sieht für mich irgendwie sehr modern aus. Das fasse ich lieber nicht an. Aber hier sehen wir auch nochmal da unten das gute alte Stromzeichen. Bommel ist jetzt hier schon mal warm. Heute früh war es natürlich irgendwie was in die 3-4 Grad hier oben in den Bergen. Während es unten tagsüber irgendwie was in die 30 hat. Kriegt man leicht einen Temperaturschock. Moment, Moment, Moment. Ein riesen Betonklotz. Mal oben rauf gucken, würde ich sagen. Ich hab auch mal einen schönen Ausblick. Bommel hat sich schon verkrochen. Also ich hatte erst überlegt, ob das eine Lüftungsanlage ist. Aber es könnten auch vielleicht irgendwelche Wassertanks sein. Das ist auf jeden Fall der höchstgelegene Lost Place, den ich hier gemacht habe. Und es wird schon richtig geil rot im Hintergrund. Da lohnt sich das frühe Aufstehen. Und da hinten sehen wir auch schon die erste große Satellitenschüssel. Es gibt auf jeden Fall zwei Stück, die gucken wir uns auch gleich noch an. Radar, stimmt. Radar und kein Satellit. Ja, hier sieht man nicht viel. Es könnten auch irgendwelche Dieseltanks sein vom Geruch her. Doch. Vielleicht sind es doch Dieseltanks. Oh, guckt sie euch an, guckt sie euch an. Hier steht ein Wohnwagen drin, ich gehe kaputt. Wie zur Hölle kommt der hier hin? Liegt hier einer drin, ey? Sehr schön. Radar ist auf, Mensch, was ist da los? Das ist ein Troposcatter-Kommunikationssystem der NATO gewesen. Überwachungs- und Langstreckenkommunikationssystem. Über 43 Stationen verteilt weltweit. Wir sind also nun hier, an einer dieser mysteriösen 43 Stationen.
Gebt dem Video jetzt einen Daumen nach oben, wenn wir auch die anderen 42 besuchen sollen. Kleine Info dazu, wir haben gerade unten im Eingangsbereich zufällig noch Fahrzeuge gesehen, die so ein bisschen um die Ecke standen. Und wir haben die Befürchtung, dass wir hier nicht allein sind und dass hier noch andere da sind, die halt vielleicht auch den Sonnenaufgang mitnehmen wollen oder hier übernachtet haben. Also andere Urbexer. Wir haben das in die Troposphäre quasi hochgeschickt, dann wurde es zurückgespiegelt und aufgefangen. Ach krass. Naja. Funkwellen. Also die Wellen wurden quasi nach oben in den Himmel geschossen und haben dann an irgendeiner Luftschicht, ja, keine Ahnung, ob das eine Luftschicht ist, Leute, sind da reflektiert und dann wieder auf der anderen Seite zu den nächsten Stationen zurückgekommen. Hier wurde kommuniziert, hier wurden entscheidende Nachrichten übermittelt. Gibt's heute Kartoffelbrei oder vielleicht doch lieber Hackbraten? Freitags machen wir Milchreistag. Freitags, klassischer Milchreistag, aber freitags, wer kennt's nicht, ab 13 macht jeder seins. Nee, ab 1 macht jeder seins, keine Ahnung. Ja, die Gebäude an sich sehen hier erstmal ziemlich leer aus. Wir gehen jetzt hier einfach auch mal rein. Aber man sieht natürlich auch überall schon ein bisschen Graffiti. Und ich vermute fast, dass hier nirgendwo mein Inventar drin steht. So, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Aber hier scheint ein Verbindungsgang zu sein. Das wird hier nochmal spannend. Ui, was ist hier los? Was? Damit hätte ich jetzt erstmal nicht gerechnet. Wichtig ist, wir dürfen den Sonnenaufgang nicht verpassen. Das riecht nach Bunker. Meinst du, hier ist noch ein Bunker drunter? Nee. Ist hier noch ein Bunker drunter, Leute? Werden wir den Zugang zum Bunker finden oder nicht? Hier haben wir noch ein bisschen Technik, ein bisschen Maschinen. Ah, was ist das denn? Ist das eine Filteranlage? Ich bin mir nicht sicher. Da oben ist auf jeden Fall Lüftungssysteme. Und hier drüben. Gut, ist das Ganze nochmal identisch aufgebaut. Ich würde ja sagen, das hat irgendwas mit der Luftanlage zu tun. Oh, schau mal, hier sind bestimmt damals irgendwelche Kabel dann rausgegangen. Beziehungsweise hier kamen die Datenkabel vielleicht sogar rein. Vielleicht war hier die Rechenanlage drin, die das alles verarbeitet hat. Und hier kamen dann die Kabel von den Radar-Satelliten-Gedönsstationen rein. Oh yes. Hier haben wir bestimmt LTE, wenn wir das Handy anschließen. Guck mal, hier vorne sind zwei so eine Türme. Und da ist quasi, hier oben seht ihr das, ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber ich glaube, da wurden halt quasi die Informationen einmal in diese Riesenschale geschossen und dann einmal nach oben in den Himmel transportiert. Oder auch empfangen, ist eine sehr gute Sache. Die Frage ist, hier gibt es zwei solche Schüsse, da drüben ist ja noch eine. Das ist ein Empfänger, eine Senderstation? Stimmt. Könnte vielleicht sogar sein. Was ich mir gerade vorstelle, ist ja logisch, das ist der höchste Punkt hier, ne? Wegen datenfreie Sicht und so weiter. Aber wenn hier mal ein Gewitter war, ich glaube, das geht gut ab hier, ey. Aber man muss auch dazu sagen, hier sind überall so richtige Blitzableiternetze. Seht ihr das da oben? Diese ganzen Schnüre, die da rüber gucken? Also sind ja keine Schnüre, sondern so Metallbänder. Also die hier quasi in Verlängerung. Und auch hier. Alles Blitzableiter. Ach, hängen geblieben. Hier ist die zweite riesige Schüssel. Und dort hinten wird es rot, aber die Kamera belichtet automatisch so krass hoch, damit ihr halt was seht, dass ihr dieses Farbspektakel gar nicht mitkriegt. Wir müssen uns das Ding natürlich mal im Detail hier angucken. Nur mal so als Größenvergleich. Also ich bin so bis hier groß und das Ding geht richtig nach oben. Was ich mich gerade frage, sind das hier Einschusslöcher? Hat hier wieder wer rumrandaliert? Safe. Sieht für mich irgendwie wieder danach aus. Einfach mal ein bisschen hier rumgedrümmelt und drauf geschossen. Geiles Konstrukt hier. Was ich jetzt aber ganz spannend finde, und ich habe natürlich wieder keine Ahnung von dieser ganzen Technik. Aber so wie ich das hier sehe, gibt es jetzt hier keine, doch es muss eine elektrische Verbindung geben, beziehungsweise irgendeine technische. Weil hier hinten ist nämlich was für die kleine Schüssel, weil ich habe mich gerade gefragt, dient das einfach nur als riesen Parabolspiegel für diese Sender-Empfänger-Dinger da auf diesen Teilen drauf? Ja? Also ist ja gar keine weitere Technik verbaut, sondern ist das einfach so, wie es ist. Weil ich sehe hier jetzt auch nicht irgendwie noch eine Kabelverbindung. Also wenn sich hier irgendwelche Satellitentechniker unter den Zuschauern befinden, schreibt mir in die Kommentare, ob das hier wirklich nur als reiner Spiegel genutzt wird oder ob hier auch eine elektronische Verbindung stattgefunden haben muss. Einfach so mystisch, um diese Uhrzeit hier unterwegs zu sein, auf dem Dach der Welt.
Sonne ist aufgegangen. Man hat jetzt einen herrlichen Blick hier über die Berge. Und jetzt sehen wir das auch nochmal in voller Pracht. Unglaublich. Da oben ist noch so ein kleines Türmchen drauf, das sieht man jetzt gerade nicht. Das will ich mir unbedingt noch anschauen. Und dieses Konstrukt hier erinnert mich so ein bisschen an die Duga-3-Station von Tschernobyl. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon so lange dabei seid und die Videos kennt, aber wenn ihr einfach mal Fritz Meinecke oder einfach nur Fritz und Tschernobyl bei YouTube eingebt, dann findet ihr auch die ganzen Lost Place Videos aus Tschernobyl. In den ersten beiden Teilen habe ich euch ja schon die verlassene Arbeiterstadt Pripyat und einen alten Kühlturm gezeigt. Die Videos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und da war so eine ähnliche Station, also auch so eine Radarabhörgeschichte. Und die bin ich beklettert. Ja, da war noch ein richtiges Leitersystem dran. Da gab es auch richtig krasse Aufnahmen von. Dass ihr nochmal einen kleinen Größenvergleich habt. Ja, Bommel mit seinen 1,20 Meter. Und dazu diese Anlage. So, wir gucken jetzt nochmal ganz kurz in das Gebäude hier rein. Weil da oben sind auch so komischen riesen Lüftungsklappen. Iso Camino. Hier war ein Ofen. Schöner alter Ofen hier. Na, der geht auch noch. Oder sowas, ja. Weil das, müsst ihr wissen, sieht klassisch 1:1 wie eine Bunkerbauweise aus hier. Diese komischen Platten mit diesen Kabelschächten und hier standen dann auf diesen Plateaus halt die verschiedenen Maschinen drauf. Welche Nation hat das hier gebaut? Weil ich finde, wenn wir in Deutschland unterwegs sind, sieht diese Bodenstruktur 1:1 genauso aus. Ich glaube, das ist ein Musterbau. Das wird überall gleich sein. Echt? Ja. Die Amis haben das genauso gebaut wie die Deutschen? Ja, dann haben sich den Plan bei Google als PDF halt illegal runtergezogen und das mal eben nachgebaut. Sind wir allein oder nicht? Ich vermute fast, die Amerikaner haben die Technik gestellt. Also diese, Satellitenschüsseltechnik und so ein Scheiß. Und den Rest hat jedes Land für sich halt reingebaut. Weil das klingt sehr italienisch auf jeden Fall. Ach, bin ich bescheuert, ist doch NATO. Genau. NATO ist doch eh hier. Alle. Doch viele. Leute. Also nicht alle, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn das Ganze eine NATO-Anlage war, wurde das ja nicht von einer Fraktion, sage ich mal, einzeln errichtet, sondern das war ja wahrscheinlich dann mit diesen 43 anderen Stationen, die genauso aufgebaut waren, einfach so ein Zusammenprojekt. Ja, du, hier wurde nicht gespart, hier wurde dekadent auch gespeist in diesem vorzüglichen Saal. Hier steht sogar noch ein altes Bett drin. Was? Ja. Ah, wir sind oben in diesem Kabuff. Bommel bleibt unten. Das heißt, einfach aus Sicherheitsgründen müssen wir hier diese Klappe schließen. Und jetzt sind wir im Ausguck. Hier oben ist sogar so eine richtige Luke. Zack, guck mal. Und runter. Blub. Das ist hier so ein Mechanismus. Und zur Seite. Ist das hier ein MG-Halter? Moment, ich muss gleich mal noch hier hochgucken. Ich würde halt wieder sagen, das sind Einschusslöcher. Vielleicht sind die Leute ja auch ein bisschen freigedreht. Vielleicht haben sie aber auch einfach nur Steine gegengeschmissen, man weiß es nicht. Hier sind überall so komische Luken. Moment, auf. Okay. Hier ist ein Federmechanismus. Zum Aufmachen und zum Schließen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier Schießscharten waren. Und ob das Panzerglas ist? Ich weiß es nicht, aber wofür sollen sonst diese Luken hier da sein? Ich denke mal, hier war eine Telekommunikationsanlage. Also hier stand schon ein Telefon drauf, irgendwie was weiß ich, ein Block oder so. Und dann ging es hier nach unten. Ach, guten Morgen! So, jetzt sind wir hier mal auf dem Dach drauf. Und seht ihr, hier sind diese Blitzableiter, von denen ich vorhin gesprochen habe. Hier ist so ein richtiges Netz. Oben drauf. Das da oben, was ihr seht, diese Zange, das wird ein Scheinwerfer gewesen sein, den man wahrscheinlich von unten bedienen konnte, da wo ich gerade dann rumgefummelt habe. Und hier außen sind einfach mal Scheibenwischer dran. Und hier sind auch ganz viele Einschläge.
Oder hier haben Leute vielleicht auch mit dem Knicker drauf geschossen, also mit dem Luftgewehr. Also jetzt nicht während der NATO-Zeit, wo das hier genutzt worden ist, sondern halt irgendwelche ja, Jugendlichen, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat das Lost Place Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mal einen Daumen nach oben für mehr Lost Place Videos. Wir machen jetzt das auf dem Weg zum nächsten Abenteuer. Wenn ihr diese nicht verpassen wollt, dann natürlich Kanal abonnieren und bei Instagram vorbeischauen. Fritz Meinecke und der Bommel, da seht ihr den Daily Shit. Ne? Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.